fährt ja schon einer vor uns. So ein Stinker. 3.100 Euro am Tag. Ich fasse es nicht. Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Es geht mal wieder um VW. Diesmal geht es um was, da sind mir die Woche die Haare zu Berge gestanden, als ich die Nachricht gelesen habe, dass derjenige, der den ganzen VW-Konzern in den Dreck gezogen, in die Krise gezogen hat, der wohl nichts davon wusste oder nichts davon wissen wollte oder... Naja, es gibt so Leute, die wissen es, aber wissen es dann nicht. Also, die ignorieren es einfach, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Sagen wir es mal so, vielleicht war es ja so. Keine Ahnung, auf alle Fälle ist jetzt rausgekommen, dass dem Herrn von und zu Winterkorn, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, glaube ich, ja, eine Rente zusteht von VW in Höhe von... Und jetzt haltet euch fest, 3.100 Euro am Tag. Ja, das ist ja mal nicht schlecht, ne? Sabalot, würde ich auch gern haben. Was hat denn der dann für Gehalt gehabt, ne? Also ich meine, das kann man sich hier dann hochrechnen, ne? Mann. Ach ja, das verstehe ich nicht, ne? Dass sowas möglich ist. Ich meine, ja, er hat jahrelang wirklich für die Firma gearbeitet, aber unter seiner Führung ist die Firma in die größte Krise gefallen, die es ihm jemals im Konzern gegeben hat. Also, wieso kriegt er da noch irgendein Geld? Der kriegt dann mal eine Abfindung bei mir. Naja, oder wahrscheinlich vor Gericht Recht bekommen, dass er eine kriegt, aber normalerweise hat man da alle Ansprüche verwirkt. Naja gut, bei VW ist ja sowieso so ein Ding. Ne? Ich meine, sagen wir es mal so, ne? Die bei VW arbeiten, die haben es nicht schlecht. Also mit dem Tarifvertrag, den die da haben, ein schöneres Leben kann man nicht haben. Ne? Also ja, die machen ihre Arbeit, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu viel bezahlt, das Ganze. Braucht man sich nicht wundern, dass die Fahrzeuge so teuer sind, ne? Ja, hier. Und auf der einen Seite kriegt dann der das Geld in den Allerwertesten geblasen und auf der anderen Seite verweigern sie irgendwelche Schadensersatzzahlungen, ne? Wegen ihrem Dieselgate-Zeug, ne? Also das ist ja dann die Kehrseite der Medaille, ne? Ja, naja, gut, sie haben halt das Geld nicht, weil sie müssen es ja dem Winterkorn geben und halt den restlichen anderen Leuten, die dann irgendwann einmal an der Führungsspitze waren und wie auch immer, keine Ahnung. Also das ist schon sehr harter Tobak, muss man sagen, was da läuft. Und da braucht man sich also wirklich nicht wundern, dass da jetzt auch die Leute sauer sind, wenn sie sowas lesen. Ne? Also unfassbar. Naja. Wer weiß, vielleicht verzichtet er ja drauf, auf seine Rente. Oh, so wie Trump auf sein Präsidentengehalt verzichten will. Nur einen Euro, den muss er annehmen. Den will er dann auch noch spenden. Ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Also ob das jetzt auch wirklich 100% real war, weiß ich nicht, weil... Das ging ja durch die Medien, ja, aber ist das jetzt offiziell bestätigt? Keine Ahnung. Die Frage ist sowieso, wer hat das ausgeplaudert? Ne? Darf man sowas ausplaudern? Gut, die Gehälter von gewissen, an einer gewissen Ebene bei Aktiengesellschaften, glaube ich, müssen offengelegt sein. Also von daher, ja, wird es wahrscheinlich vielleicht dann in irgendeinem Bericht auftauchen. Ne? Tja. Wahnsinn. So
man sich mal vorstellen, 3.000, irgendwas mit 95.000 Euro im Jahr, im Monat, glaube ich, waren das. Das war, glaube ich, so der Bericht, und dann haben sie es halt runtergerechnet, und dann kommt man auf den Tag, kommt man dann auf 3.100 Euro. Sagenhaft, sagenhaft. Das kriegt manch einer nicht einmal im Monat, ne? Das ist schon echt Wahnsinn. Ja. Gut, vielleicht, da wird wahrscheinlich dann noch Steuer drauf sein, aber ich jetzt mal ehrlich, ne? Bei 95.000 Euro, die man im Monat bekommt, ein Steuersatz, wenn es die Hälfte ist, dann bleiben immer noch 45.000 Euro übrig. Es ist einfach so lächerlich. Und sonstige Abzüge hat er ja wahrscheinlich nicht, weil es privat versichert vermutlich. Und da hast du ja deine fixen Beiträge, da musst du ja nicht noch das zusätzlich draufhauen. Und ich weiß nicht, wie es mit den anderen Versicherungen ausschaut, ob da noch was abgeht, aber trotzdem, also ich meine, selbst dann. Arm ist er nicht, der Junge. Und ja, ein bisschen neidisch kann man, glaube ich, schon sein. Ne? Ja, also falls VW Bedarf hat, ich bin da gerne bereit. Ich mache auch bloß, würde auch bloß einen Monat dann arbeiten. Wenn ich danach die Rente bekomme, habe ich kein Problem damit. Ne? Also länger würde ich es wahrscheinlich sowieso nicht aushalten. Ne? Also ja, nee. Das ist Dinge, die einfach an der Lebenswirklichkeit vorbeiziehen, wo man sagt, da hört es dann jetzt schon mal auf. Ne? Ja, und jetzt die Diskussion wieder, soll man Managergehälter, soll man die deckeln oder irgendwas? Das ist ja toll, ne? Ich meine, was bringt denn das? Ne? Also ich meine, das ist das Nächste. Aber solche Renten in solchen Höhen, dass dann da vereinbart werden, dass das dann, also das nein. Das sind ja Sachen, ich meine, während der arbeitet, kann man es ja noch einsehen, dass man da so viel verdient. Ne? Also ich meine, selbst muss man sich immer überlegen, also wenn er jetzt diese Rente bekommt, dann hat er ja viel mehr, ich weiß nicht, was er verdient hat, aber dann hat er ja wesentlich mehr auch verdient. Und die Rente ist ja sicherlich nur ein Bruchteil von dem eigentlichen Einkommen. Gut, Einkommen ist bei denen dann meistens Erfolgsbeteiligung. Das Thema haben wir auch mit dem Bonus, ne? Also dass die sich ihren Bonus auszahlen haben lassen, obwohl sie Kacke gebaut haben. Ne? Naja. Ja, also das ist so wieder so ein Ding, wo ich sage, also ich glaube, VW wird es wohl nicht mehr werden, wenn ich mir noch einen Ersatz für den Audi hole, weil also da hört es dann einfach auf. Ne? Tja, kein Verständnis an dem Ganzen. Ja, was sind sonst so die Managergehälter? Keine Ahnung, ob die kriegen, gibt es sonst irgendwo von, ich habe noch nie, ich weiß, dass es auch so Renten gibt und solche Sachen. Meine Firma hat auch sowas für, sage ich jetzt mal, auf einer gewissen Ebene. Da wird dann so eine extra betriebliche Altersvorsorge angespart. Da werden halt dann im Jahr so und so viel Euro mit reingenommen. Das übernimmt der Arbeitgeber. Ja, aber das sind natürlich bei weitem nicht solche Summen. Also solche Summen als Rente dann irgendwann mal, das ist, also, läuft das dann auf Lebenszeit oder was? Ich meine, das ist dann schon ein starkes Stück, ne? Ja. Wahrscheinlich kriegt er dann trotzdem noch seine gesetzliche Rente. Die könnt ihr dann wenigstens wieder zurückgeben und sagen, nee, tut mir leid, also ich habe es eh schon genug, brauche ich nicht, ne? Aber so wie ich die Raffzähne kenne, nehmen die jeden Cent an. Naja. Naja, er könnte es doch zum Beispiel dann voreinzahlen für Lungenkranke oder irgend sowas, das Geld. Das wäre doch was, wenn er das dahin spenden würde. Würde er wenigstens was Sinnvolles machen mit dem Geld, was er da schon angestellt hat. Ne? Naja, gut, genug aufgeregt. Ich glaube, ihr wisst die Botschaft. Muss man auch mal drüber reden, was da so abläuft. Und ja, was ist eure Meinung dazu? Kommentare, Wünsche, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 3.100.